Liebe Bürgerinnen und Bürger der DDR-Mondbasis, werktätige Genossinnen und Genossen, heute, am 7. Oktober 2024, begehen wir gemeinsam den 75. Jahrestag unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Zur Feier dieses bedeutsamen Tages hat der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker eine Festparade angeordnet, die die Errungenschaften unseres sozialistischen Aufbaus im Kosmos würdigt. An der Spitze schreiten die Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees der SED. Die Partei weist uns den Weg. Es folgt die Brigade Roter Oktober des VEB Mondhütte. Unter Führung der verdienstvollen Aktivistin Genossin Schulze haben sie nicht nur den Fünfjahresplan wieder übererfüllt, sondern auch revolutionäre Methoden zur Gewinnung lunarer Bodenschätze entwickelt. Ein Triumph der sozialistischen Planwirtschaft. Wahnsinn! Es präsentiert der VEB Lunarer Landmaschinenbau Fortschritt stolz seinen neuesten MT-2000-Traktor. Entwickelt auf der DDR-Mondbasis, übertrifft er alle uns bekannten kapitalistischen Modelle in Effizienz und Langlebigkeit. Und hier kommen unsere Thälmann-Pioniere der FDJ-Grundorganisation Juri Gagarin. Diese jungen Genossen bereiten sich darauf vor, die Fackel des Sozialismus eines Tages bis in die entferntesten Winkel des Kosmos zu tragen. Ah, und dort weiter hinten der allseits beliebte VEB-Weltraumgurke. Schaut, wie sie sich freuen. Ja, Genossinnen und Genossen, diese strahlenden Gesichter zeigen uns. Hier auf dem Mond ernten wir die Früchte unserer sozialistischen Arbeit. Leider können wir nicht die gesamte Parade zeigen, doch sehen wir schon jetzt. Unser Arbeiter- und Bauernstaat steht fest im Kosmos. Im Dienste der Zukunft wünschen wir allen Werktätigen einen frohen Tag der Republik. Freundschaft,